23. Spieltag in der Lequimoli-Handball-Bundesliga. Für Trainer Jens Bürkle und seine Balinger ging es um den dritten Sieg in Folge. Die Rhein-Neckar-Löwen mit Trainer Sebastian Hinze haben seit Anfang Dezember nicht mehr gewonnen in der stärksten Liga der Welt. Das war heute also die Aufgabe. Dafür wollten sie den Schwung aus der European League gerne mitnehmen in die Sparkassen-Arena. Und es war von Beginn an Tempo und Feuer im Spiel. Jonas Schoch mit dem ersten Treffer der Partie. Auch die Löwen mit Spielwitz. Und Niklas Kürkelöke, spätestens da war das Scheibenschießen eröffnet. Aber auch Mohamed El-Tayar konnte sich in der Anfangsphase direkt mal auszeichnen. Nach seinem Sahnespiel 22 Paraden gegen Wetzlar. Heute allerdings nicht ganz so erfolgreich zwischen den Pfosten. Trotzdem, die Balinger mit einfachen Toren über das Tempo auf einmal lag die Heimmannschaft mit +3 in Führung. Da musste Trainer Sebastian Hinze nach einer Viertelstunde schon die Auszeit nehmen. Aber die zeigte auch Wirkung. Weltklasse-Anspiel von Juri Knorr auf den eingelaufenen Tobias Reichmann. Die Löwen starteten einen 5:0-Lauf und waren wieder ganz dick im Geschäft. Genauso wie Tim Grüner, der neue Linksaußen der Balinger, auch im dritten Spiel treffsicher und zuverlässig. Seine Mannschaft zur Halbzeit dennoch mit +1 in Führung. Den Start in die zweite Hälfte erwischten die Löwen dann richtig, richtig gut. Juri Knorr mit immer besserer Form, je länger dieses Spiel dauerte. Hier einer seiner sehenswerten Treffer. Trotzdem ließen die Balinger sich nicht abschütteln, fanden immer wieder Lösungen und fanden immer wieder zurück ins Spiel. Hier durch Pistorop der erneute Ausgleich. Alles lief auf eine nervenzerreißende Quanstein hin. Daniel Ingersson von der Bank in den Knick. Nichts zu halten für David Späth. Aber die Löwen konnten sich hinten raus doch einen Vorsprung rausspielen. Auch wenn Ruminski noch mal alles gab gegen Kohlbacher, war plötzlich auch David Späth zur Stelle. Insgesamt 11 Paraden, über 30% gehaltener Bälle vom jungen Löwenkeeper. Und am Ende war es dann doch Kohlbacher mit einem seiner 8 Treffer, der den Deckel drauf machte in einer umkämpften Partie, die auch in die andere Richtung hätte kippen können. Hier der sehenswerte Schlusspunkt der Heimmannschaft. Ein Beleg dafür der Kämpfer auf Saueressig zum 31:33 Endstand. I don't know what to say. They were always one step in front of us. They goalkeeper, we missed so many opportunities, so basically that was the main problem from us. We played a really good game. Ja, wir haben gewusst, was hier in Balingen auf uns zukommt. Wir haben uns bisher ja, in der Rückrunde dieses Jahr noch nicht mit Ruhm bekleckert. Haben jetzt gegen Hannover dann doch einiges an Selbstvertrauen getankt. Und ja, es war heute absolut eine Pflichtaufgabe, aber ich glaube, wir haben hier in dem Hexenkessel dann am Ende auch verdient gewonnen. Zum ersten Mal seit Anfang Dezember punkten die Löwen also wieder doppelt in der stärksten Liga der Welt. Für die Balinger ist es nichts geworden mit dem dritten Streich in Folge. Trotzdem sind sie wieder voll drin im Kampf um den Klassenerhalt. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein.de.